Ich habe die ganze Nacht alles ausgearbeitet und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und darum habe ich jetzt einen Termin mit der gesamten Familie. Ein sogenannter sizilianischer Familienrat. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Buongiorno, buongiorno. Also es sieht wirklich, wirklich schlecht aus bei euch, das muss man wirklich sagen. Also ich habe das durchgearbeitet, ich habe auch mit dem Team, heute Morgen haben wir noch lange noch beraten und gesprochen und die Situation ist verheerend. Habt ihr mir da die Schuldenaufstellung gemacht? Also die laufenden Forderungen belaufen sich auf 17.800 Euro. Also, und dann habt ihr insgesamt 30.000 Euro hier reingesteckt, alles zusammen. Und dann sind noch ungefähr 13.000 Euro Gehälter offen. Da sind wir bei 60.000 Euro. Wie viel Schulden habt ihr? 30.000 sicher. Also im Grunde genommen gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Die eine Situation ist ja die, hier seid ihr pleite. Plan B ist, dass ihr eure gesamte Kraft zusammennehmt, alles, was ihr noch habt, um einen wirklichen Neuanfang zu realisieren. Unterhaltet euch mal untereinander darüber. Die schonungslosen, aber ehrlichen Worte von Frank Rosin überrollen die ganze Familie. Mit Wucht. Gefühlschaos jetzt. Also ich habe noch nie meinen Vater in mein ganzes Leben weinen sehen. Es bleibt keine Zeit mehr, die Probleme weiterhin wegzuschieben. Jetzt müssen Sie sich entscheiden. Weitermachen oder alles aufgeben. Ganz einfach. So wie wir immer gemacht haben. Abstimmen. So wie wir alles immer geklärt haben. Wir schaffen das. Wer ist für ja? Die Familie hält zusammen und will den Neustart wagen. Also, Mama, was machen wir? Ja oder nein? Ja, ja? Wer will. Und du auch? Ja? Was sagst du? Ja? Ja. Auf jeden Fall, ja. Ja? Papa ja. Auch? Das bedeutet, dass gleich der Bauleiter Willi kommen wird. Ihr wird besorgt Helfer. Leute, die mit anpacken. Leute, die handwerklich begabt sind. Gleichzeitig werden wir neue Karte machen. Ja, mit dem Service neu arbeiten. Wir werden das alles neu gestalten. Und dass wir auch hier zusehen, dass wir ein ordentliches und top aufgestelltes Mittagsgeschäft haben. Aber es ist einfach gesagt als getan. Denn es gibt ein großes Problem, was noch zu lösen ist. Der Hausbesitzer muss zusagen. Und wenn der Nein sagt, dann ist puh. Frank Rosin hat viel vor. Es gibt einige Baustellen zu bewältigen. Aber vor allem muss Alessandro an seinem Auftreten als Geschäftsmann arbeiten. Und bis dahin werden wir mal in die Küche gehen und fangen mal an, zusammen zu kochen. Okay? Intensiv fand ich das Gespräch mit dem Frank. Das hat. In mir hat sich was bewegt. Alessandro, es geht um die kulinarische Neuausrichtung. Mhm. Was müssen wir hier voranbringen? Das Mittagsgeschäft muss das wieder. Das Mittagsgeschäft. Das war doch schon mal bei A. Hm? Bei Z haben wir Geld in der Kasse. So, also, fürs Mittagsgeschäft brauchen wir die wahre italienische Küche und ein Gericht, was schnell geht. Meine Idee ist, dass die kommende Speisekarte eine Speisekarte wird mit Gerichten unter 10 Euro. Dann brauchst du auch für mittags keine extra Speisekarte. Wir machen ein original italienisches Ragout. Ein Kalbsragout. Okay. Trotz aller Schwierigkeiten, der Sternekoch fängt mit dem Kochcoaching an. Was ist los? Fängst du an zu heulen, oder? Frank, sag sowas nicht. Ich werde sehr sentimental. Ja. Deine Situation ist aber auch
zum Weinen. Zum Weinen, also von daher. Kann ich ja so tun, dass sie nicht die Zwiebel, das ist unsere Situation. Du hast mir versprochen, dass du mit deinem Geschwätze aufhörst. Lass uns bitte über die Fakten reden, ja? Wir sind nicht über dem Berg, mein Freund. Ist das da drunter dreckig oder ist die Folie nur so? Das ist Sau, das ist nur zum Schutz. Ja, komm, mach mal runter. Ich kann das nicht ertragen. Ich komme vor. Das ist so ein Ofen mit so einem Ganzkörperkondom, damit er nicht dreckig wird. Aber sofort zum Putzen, weißt du? So, das Gemüse bitte. Ein Ragout à la Frank Rosin. Guck mal, du musst jetzt wirklich umdenken, Alessandro. Du hast deine Familie ausgesaugt. Alle haben alles gegeben. Da muss jetzt was zurückkommen, mein Freund. Wird langsam Zeit. Du gehst jetzt in den Wald auf die Yacht und du kommst nicht zurück, ohne was geschossen zu haben. Hör mal um. Er ist einfach so ein liebevoller, aber emotionaler Kindskopf. Ja? Da muss ich zwischendurch immer Zeit finden, ihn ins Gewissen zu reden. Und ich werde damit nicht aufhören. Viele Emotionen heute, ne? Oh, komm mal her. Komm mal her. Aha. Komm mal her, mein Kleiner. Hm, komm mal zum Weltmeister. Ha? Parmesan ist wichtig, dass wir den Parmesan nicht hobeln, sondern dass wir ihn so schneiden. Denn ich möchte, dass man ihn auch schmecken kann und die Textur auch schmecken kann. So, und jetzt zeige ich dir was. Ja, schön Olivenölnudeln. Schön damit parfümiert, ne? Was macht man jetzt? Jetzt nimmt man die Nudeln, leicht parfümiert. Genau. Schön portioniert auch. Eins, zwei, drei. Und der Rest für den Ausguss. Vier. Und jetzt geht man mit dem Ragout hin. Das Ragout wird zubereitet aus Rind oder noch edler Kalbsfleisch, klein gehackten Zwiebeln und Möhren und natürlich Tomaten. Fertig. 7,90 Euro. So, Familia. Tutti. Kommt mal. La Familia wartet schon auf den kulinarischen Genuss. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie das aussehen soll in Zukunft. Und jetzt probiert bitte mal. Ein Sternekoch auf dem sizilianischen Prüfstand. Was sagst du? Lecker. Was sagt die Mama? Das ist gut. Was sagst du? Schmeckt's dir? Fein. Das ist etwas, wo du sagen kannst, das kann mittags einer in der Küche machen. Und dann kommen die Leute und sagen, hier, was ist mein Tagesgericht? Mama, was sagst du? Kannst du dir vorstellen, dass das hier mittags sowas gibt? Ja? Ja. Also. Das soll die neue kulinarische Ausrichtung sein. Seid ihr einverstanden, dass wir das so gehen? Ja. Ja, ja. Ja? Ja. Gut. Ganz wichtig ist, es muss eine neue Speisekarte her. 15 Gerichte mit Kalkulation. Ordentlich ausgerechnete Preise. Hm? Ja. Das ist doch was, oder? Ja. Ja. Oh, guck mal, wer da ist. Hallo, hallo. Hey. Hallo. Grüß dich, mein Freund. Grüße dich. Na? Hallo, Willi. Bauleiter Willi. Hallo. Hallo, Willi. Hallo. Na? Pünktlich zum Essen, wa? Du bärtiger Holzbohnen, wie geht's dir? Also normalerweise müssen wir alles rausräumen hier. Tische, alles raus. Wir machen alles neu. Aber einen Moment mal eben. Ich muss mal eben was fragen. Warte mal eben. Frank Rosin muss mit dem Redakteur was abklären. Sorry, aber ich habe mal eben eine Frage. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Was ist denn mit dem Hausbesitzer? Wir haben noch keine Informationen. Ach, jetzt bist du mich vor. Wir haben ihn nicht erreicht. Der Tennisclub-Betreiber hat ihn nicht erreicht. Wir haben noch kein Go. Wir haben noch kein Go für Renovierung. Wir sind dran. Wir müssen warten. Wir sind dran. Also er hat. Wir sind dran. Ein großes Problem. Denn. Ja, pass auf. Also normalerweise ist ja so, Willi fängt jetzt an zu arbeiten. Ne? Kann er aber nicht anfangen. Wie? Wieso? Weil der Hausbesitzer sich noch nicht gemeldet hat. Das ist jetzt doof. Soll ich mal den Pächter noch mal darauf ansprechen, ob der ihn irgendwie erreichen kann? Der wollte gleich kommen. Solange müssen wir warten, ansonsten können wir nicht anfangen. Ja,
dann nehme ich noch einen Nachschlag. Bitte? Ja, mir geht das jetzt ein bisschen auf den Geist, dass er hier rumgibbelt, ja? Weil ich habe keinen Bock, gleich nach Hause zu fahren, hier mit meinem ganzen Team zu arbeiten und gleich kommt der Hinweis, dass wir hier nichts machen können und dass wir einfach abbrechen und ihr seid fertig. Kinder, wir müssen warten. Fritz, ja, komm mit. Jetzt sind auch Frank Rosin die Hände gebunden. Die Stimmung ist auf dem Nullpunkt. So, tut mir leid, dass ich mich gerade so aufgeregt habe. Aber ich bin ja jetzt auch so drin und will jetzt hier auch nicht weg. Ich habe der Mama und dem Papa versprochen, dass wir hier erst gehen, wenn wir Erfolg haben. Oh, da kommt er. Die Zukunft der Familie Moskella hängt am seidenen Faden. Was wird der Pächter und Vermittler Herr Zäumer ihnen mitteilen? Es gibt zwar kein Gespräch, aber die dürfen anfangen. Nach 3 Tage langem Bangen macht sich endlich Erleichterung breit. Der nächste Schritt in eine neue Zukunft ist erreicht. Die Anspannung der letzten Tage fällt sichtlich von der Familie ab. Ich bin jetzt ein paar Tage weg und dann komme ich wieder und dann machen wir weiter. Endlich können die Maßnahmen wirklich in Angriff genommen werden. Willi? Übernimmst, ja? Alles klar, guck mal da oben. Wir sehen uns. Also, tschüss. Jetzt bin ich aber froh. Mein Gott, war das knapp. Das habe ich auch noch nie erlebt. Wirklich so knapp, dass der Engelbert noch kam und jetzt gesagt hat, go. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Aber auch nur ein Gefühl. So, wir bleiben bei sizilianischer Küche. Dann würde ich sagen, kümmert euch bitte um Helfer. Jens, wir fangen an, mal zu telefonieren. Die anderen einfach mit anfassen und raus die Möbel. Also, los jetzt. Okay. Mit neuer Energie packen sofort alle mit an. Raus mit dem veralteten Vereinsheim-Schick. Ci servirebbe aiuto qua, è venuto Rossini e dobbiamo smontare il locale e cose. Potresti venire ad aiutarci, per favore? Sì? Hai un po' di tempo per noi? Grazie, amore, grazie. Grazie, sì. Okay. Ciao, ciao. Die Mama hat ihre Crew im Griff. Wenn sie ruft, sind alle an Ort und Stelle.